Ich begrüße Sie zu einem neuen Video zum Thema Reliefgloben. Wo sind wir hier gelandet? Ja, das Atlasgebirge. Ich bin der Meinung, ein Reliefglobus, den kann man auch mal anfassen. Und da kommen wir zur Haptik dieses Globus, denn das ist hier was Besonderes. Man hat so ein bisschen die Wahrnehmung, als wenn man mit den Fingerkuppen über Papier streicht. Und das ist doch eine angenehme Vorstellung. Um genaueste Ergebnisse zu erreichen, wurde dieser geografische Globus mittels des Geographical Information System erstellt. Und das heißt, dass Satellitendaten und Satellitenbildern ausgewertet wurden, um ein möglichst exaktes Abbild der Erde auf diesem Globus zu produzieren. Wir haben insgesamt 9 Reliefgloben im Programm. Davon haben 8 genau dieses Kartenbild, das deutschsprachig ist. Alle diese 8 Globen haben einen Durchmesser von 30 cm. Der Unterschied liegt allein im Gestell, im Fuß, im Stativ bzw. im Meridian.